Mahlzeit. Mahlzeit. Nur mein Krüdi. Aber gut. Und alles im Leck. Alles schön. Na, mein Ingo-Mann. Hast du heute Teller? Ich hab Teller, ja. Frische, ganz frische Teller. Aber ich ganz schön viele, du. Na ja. Ne? Weißt du, früher, ne? Ja. Fällt mir gerade ein, wo ich das jetzt sehe. Früher war das doch zum Beispiel so, mal sorgen in jetzt hier Geschäfte, dass sie das, was sie da so machen, haben sie draußen symbolisch mit einem Gegenstand noch rausgehängt. Ja. Weißt du, beim Schuster hängt draußen. Ach so, ja, so an Stiefel. So an so ein Schild, was dann so draußen. Ja, beim Schuster hängt Stiefel, beim Schlosser hängt mir so ein großer Schlüssel. Und beim Friseur. Eine Schere, ne? Nee, eben nicht, ein Teller. Das fällt mir gerade ein, wo ich das sehe. Wieso kriege ich denn auch ein Bier zu trinken oder muss ich jetzt hier den Kopf in die Tüte stecken? Ja, natürlich. Oder was ist hier das Problem? Entschuldige bitte, mein Ditsche. Oha, du bist, glaube ich, kaputt gegangen. Du kriegst ein Bier. Was denn? So, ne? Oh, erstmal ein klein Prösterchen. Hm. Ne? Robert. Oh, Herr, was war das denn? Oh, kleiner Rübser, ne? Du hast gerübst, ne? Ja. Bauer sucht Frau, ist das Stichwort, ne? Oh. Oder suchst du keine Frau mehr? Weiß eigentlich man nicht, nicht. Suchst du nicht mehr, bist weg von, ne? Hat keinen du Sinn. Du bist ja mit deiner Salotte verheiratet, das habe ich dir ja schon mal gesagt. Ja? Aber meine Frau heißt Vitrine, ne? Vitrine heißt sie? Mhm. Hä? Ja, Vitrine ist doch wie so ein Frauenname. Ach, Vitrine, jetzt wie Ulrike oder wie... Ja. Aber was gibt's denn? Vitrine? Martine. Ist ja auch egal, du. Ja, hast du doch gerade gesagt, dann wird dir das nicht egal sein, aber du bist... Warum trocknest du die denn ab? Die sind doch schon trocken. Nee, die sind doch gerade frisch aus der Spüle raus. Aber weißt du was, jetzt mal sorgen, wenn eine Vitrine verheiratet sein, da kommt ja auch, legt sich ja die Traurigkeit auch ein bisschen wie Tau auf deine Ananasfrisur, würde ich sagen. Das ist ja auch nicht der richtige Lebenswandel. Möchtest du mit der Vitrine alt werden? Nein, das war ja auch nur ein doofer Scherz gerade von mir. Also, ja, aber in jedem Scherz ist auch was Wahres, ne? Gerade wenn das jetzt um so eine Problematik geht. Ne? Das ist ja auch traurig. Aber weiß Mr. Spock, ne? Jetzt hier ist das Stichwort. Mr. Spock, der hat gesagt, seien Sie nicht traurig, seien Sie logisch. Hat Mr. Spock, er ist gestorben gerade, Mr. Spock, ne? Ja, ich weiß. Und er war ja auch ein bisschen krank, aber er ist ja trotzdem uralt geworden, 83. Wahrscheinlich, weil er gesagt hat, sein Leben lang, ich bin nicht traurig, ich bin logisch. Das ist wahrscheinlich sein Motto gewesen. Ja. Mit der Logik muss sorgen alt werden, ne? Logisch alt werden, meinst du, oder was? Ja, logisch alt werden ist für mich einfach nur nicht früh sterben, ne? Dann wärst du logischerweise alt, ne? Ja, das ist aber seine Masche gewesen. Genauso wie ich habe ich jetzt auch gekannt zu Warren Buffet. Warren Buffet, das ist ein ganz komischer Name. Warren Buffet, der heißt so ähnlich wie deine Frau, Vitrine. Mit Nachnamen Buffet. Ich weiß. Weißt du, Warren Buffet. Ja, Buffett. Buffett wird das ausgesprochen hinten. Buffett. Hä? Ja, nicht Buffet, sondern Buffett. Ist egal, ich weiß, wen du meinst. Diesen Investor, diesen... Das ist der drittreichste Mann der Welt. Der Mann ist 86, er freut sich, größte Beliebtheit und weiß, was sein Alterungsmotto ist. Na? Schön mal ordentlich jeden Tag 5 Dosen Kohle trinken und ordentlich Eis verposen mogeln. Siehste? Der futtert im Monat, ich weiß nicht, wie viel Tonnen Zucker und wird noch mit uralt. Ja. Ne? Das Motto jetzt. Er hat sich von innen eingezogert wahrscheinlich, ne? Das ist ja praktisch wie Pögeln jetzt, ne? Ja. Nur in anders und in süß, ne? Ja, und von innen und nicht von außen. Von ne? innen und nicht von außen. Außen musst du ja dann eine dicke Fettpanade. Wenn du das Gleiche erreichen willst, musst du dich ja außen sorgen mit Fettpanade präparieren, damit du den gleichen Schutz hast von außen jetzt mal sorgen. Den gleichen Schutz, wie wenn du das mit Salz machst. Oder mit Zucker. Salz, Zucker und Fett ist alles dasselbe. Die drei Sachen. Ist nicht dasselbe, aber es ist mal sorgen eine Möglichkeit, sich wahrscheinlich zu ummanteln und dadurch älter zu werden. Ne? Aber ich fand das Motto, seien Sie nicht traurig, seien Sie logisch eigentlich am besten. Das habe ich auch Frau Kager gesagt, weil da war auch die Altersproblematik vorher das große Thema jetzt. Wir saßen ein bisschen zusammen und Frau Kager war doch etwas geknickt, um es vorsichtig auszudrücken, mit der Traurigkeit bei. Und da habe ich auch zu ihr gesagt, Frau Kager, nehmen Sie sich ein Beispiel an Mr. Spock. Seien Sie nicht traurig, seien Sie logisch, dann kommen Sie doch besser überweg. Was ist denn mit ihr? Wieso ist sie denn... Sie hat ein bisschen, es ist ja auch kein schönes Thema, wenn man jetzt mal sorgen älter wird und dann
Und dann hat man vielleicht, verliert man seinen Job irgendwann, dann gehört man zum alten Eisen und wird auch nicht mehr so wahrgenommen, obwohl man noch fit ist und alles Mögliche aber kann. Wieso, sie hat und da hat sie doch ihre Sorgen bisschen, da war sie traurig über. Aber wieso Job verlieren? Sie hat doch gar nichts, sie war doch Hausfrau oder was? Ja, sie doch nicht. Ja, wieso? Ja, was denn? Sie doch nicht. Sie war doch nicht wegen sie selber traurig. Ja, wieso? Ach, wegen ihren Alten oder was? Ach, was? Doch nicht wegen Herrn Kerger, doch nicht, der ist ja schon lange mit der, weiß ich nicht, Asiaten da irgendwo auf Molukkeninseln ja, oder so. Ja, weswegen denn dann? Ja, wegen Andy Borg. Ach, wegen Andy Borg. Ach so, weil er hier nicht mehr hier diese... Adios Amor. Ja, weil er nicht mehr moderieren soll. Ja, sicher. Es ist eine große Tragik, weil Frau Kerger... hat das immer gern gesehen, das Musikgartenstorl mit Andy Borg. Sie sagt, es ist noch eine von den letzten richtig guten, reine gute. So wie früher Peter Alexander war oder solche Leute. Ja. War Andy Borg. Sie hat gesagt, er hat sie immer erinnert damals an den Vorwerkvertreter, der mit dem Staubsauger immer an der Haustür kam. Mhm. Der hatte einen vernünftigen Anzug an, muss sagen, geknüpft, hat höflich guten Tag gesagt, hat auch mal so einen kleinen, muss sagen, bisschen so ein Lächler gehabt, konnte singen, weißt du, leichtfüßig, weißt du, mit einer dicken Ananas-Staudenfrisur sogar ein bisschen. So wie du, nur noch mehr jetzt, Andy Borg. Ne? Andy Borg hat ja wohl mit meiner Frisur gar nichts zu tun. Ich sag ja auch nur so ein bisschen wie bei dir, aber anders und in größer. Ja, und jedenfalls anders. Ist sie jetzt sehr traurig, dass er jetzt mal sorgen da weggeschafft. Ja, ehrlich gesagt, ich verstehe das auch nicht, weil weshalb soll er das nicht mehr moderieren? Der hat das doch, das ist doch... Es soll verjüngt werden. Die Leute mögen den gerne, die das sehen. Und wer soll denn das jetzt, soll das... Ja, war doch großes Thema in der Zeitung drin, wer soll es wohl machen? Hast du die ganzen Kandidaten da gesehen, so hier wie der, wie heißt er denn, Ross, wie heißt er noch, Ross Anthony, weißt du, der immer so gaggert, wenn er irgendwo auftritt. Ja, und solche Leute werden da gehandelt. Das ist doch ein Spinner, der genauso wie Gideon Erika, die werden auch weggeschasst. Jetzt erstmal sorgen, der Gabalier mit seinem Akkordeonorchester spielt jetzt mit Mahaidi nach. Sonst haben die sich auch überbeschwert, dass sie das nicht mehr sein dürfen. Wahrscheinlich kommt jetzt Musikantenstadel, das ist doch richtig. Die Mörder bestimmt wieder Helene Fischer, die Mörder alle. Nee, das glaube ich nicht. Doch. Kann das nicht hier der andere... Wie ist denn dieser andere? Ja, dieser andere? Ja genau, der macht doch immer alle diese Sachen. Bitte, so. Ja, der ist doch auch jünger als er ist jünger. Als Andy Silbereisen. Borg. Silbereisen. Silbereisen und Fischer. So, ja, so genau. Dann können sie als Duo aufnehmen. Silbereisen, Fischer, Silberfisch. Ja. Duo Silberfisch. Ja. So, die können das, dann können sie gleich noch eine Hochzeitsshow draus machen. Oder mal sagen, machen sie, weißt du was? Aber warte mal, was ist denn, was, er moderiert doch auch sowas. Wie heißt das denn noch? Das ist doch quasi dasselbe. Grand Prix der Volksmusik bei. Ist das nicht dasselbe? Ist das nicht auch Musikantenstadel? Nee, das heißt dann anders. Musikantenstadel, das heißt anders. War früher kein Moich. Ach ja, genau. So, und jetzt hat es Andy Borg die ganze Zeit gemacht. So, und jetzt weißt du was, dann können sie wahrscheinlich, weißt du was, ein Stadel ist ja sowieso, ein Stadel ist ja in Wahrheit ein Stall. Das ist ja genauso wie ein Utopia. Nee, das ist eine Stadt, das ist eine Stadt. Stadel ist ein Stall, das ist ein Holzstall als Stadt. Das ist eine Stadt von Musikanten. Eine ganze Stadt, ja. Ja, wie ein Utopia. Da können sie die Stadt überall aufbauen, jetzt mal sagen, als Nachfolge von Wetten, dass, die wollen ja auch immer in Düsseldorf oder in Böblingen oder in Saarbrücken oder in Leipzig. Mhm. Dann machen sie mit dem Duo Silberfisch jetzt einen Stadel in irgendeiner anderen Stadt. Was ist denn Utopia? Was soll das denn sein? Das ist so eine Sendung, wo sie so einen Stadel irgendwo in den Wald gestellt haben und haben sie ein paar Leute zusammengesammelt und die kriegen Portale und müssen jetzt ein Jahr lang gucken, wie sie klarkommen. Ach so, ja, so eine neue Sendung, ne? Ja, genau. Und die ist schon nach einer Woche im Eimer. Jetzt kommt wahrscheinlich das Duo Silberfisch und baut das Stadel irgendwo auf, denn immer. Das ist wahrscheinlich das neue Konzept, damit das neue junge Leute erreicht. Oder irgendwie so eine Scheiße. Ne, dann gehen sie wahrscheinlich, können sie damit auch dann nach China, weil kein Moik war ja auch mal in China. Stimmt, die haben das mal in China gemacht, ne? So, dann können die jetzt nach Griechenland gehen. Das ist überhaupt eine Weltidee. Das ist eine reine Weltidee. Dann geht das Duo Silberfisch mit einem Holzstadel nach Griechenland und dann stecken sie da so ein paar griechische Leute rein. Hier Vicky Leandros muss sagen, als Sänger. Oder hier Costa Cordalis zum Beispiel, gibt es ja noch mehr solche Leute. So. Und dann singen sie, wenn sie runterkommen, jeden Abend kommen sie herüber. Haha, ha, unsere Musikanten aus Athen. Haha, ha, das ist, weißt du, gehen denn das Duo Silberfisch? Kommt denn mal sorgen die große Freitreppe von der Akropolis runter und singt das dann immer wieder sonntags und so weiter. Da können sie ja dann auch noch diese Säulen aus dem Baumarkt mitnehmen, die du letztes gesehen hast. Die können sie dann ja gleich damit verwenden, ne? Weißt du, mit den...
Wenn ich weiß. Ich weiß das wohl. Ich höre da auch was raus. Ich weiß das wohl. Ne? Ich weiß das ganz genau. Ne? Können Sie doch. Aber weißt du, ich mache mir wirklich Sorgen über Andy Borch himself, wenn ich das mal so sagen darf. Was macht denn der arme Mann jetzt? Oh Gott, ich meine, er wird jetzt, also an Armut, an Armut wird er nicht leiden. Mach mal klar, also das wird ja kein Sozialfall, so ein Mann. Also das weißt du doch gar nicht. Natürlich weiß man das. Wo ist Peter Bond zum Beispiel? Das weiß keiner mehr. Ja, was heißt, wo ist der? Wo der ist, kann ich dir nicht sagen. Costa Cordalis, den haben sie ja auch erst mal umsorgen, bevor der im Dschungel noch mal König geworden ist, wurde es auch eng. Da hat er sich doch sogar aus den Hintern, weißt du noch, da hat er sich doch aus den Hintern, hat er sich doch Fett ins Gesicht reinpolieren lassen, damit er wieder aussieht wie früher. Er hat natürlich bestimmt eine ganze Menge von seinen Kohle hat er in seine Operationen reingesteckt. Obwohl er ja das Material, wie gesagt, hat er selber. Da war doch in der Zeitung, stand doch sogar Arsch im Gesicht, Gesicht im Arsch. Ja, das ist ein bisschen link gewesen, ne? Wieso denn? Ist das die Wahrheit? Ja. Ist das die reine Wahrheit? Aber weißt du jetzt mal so ernsthaft, ich hab mir nämlich zu Andy Borch was überlegt. Was er machen soll, oder ja, was? Ja, sicher. Mhm. Er kann doch mal sorgen, eine Bäder-Tournee machen. Stand auch in der Zeitung, er geht auf Tournee, aber er macht eine spezielle Bädertournee. Ja, Bädertournee. Ne? Ja. Das gibt das ja. Habe ich auch mal gelesen jetzt mit den alten Schlagerstars. Die gehen dann mal sorgen. Travemünde, Timmendorf, da gehen die los im Sommer und singen alle zusammen. Ja, ja, klar. Aber Andy Borch, er macht es besser. Er macht eine Bädertournee und geht von Haus zu Haus, weil er ja diesen, mal sorgen, jetzt diesen Vertreterscharme hat. Er klingelt an der Tür, dann hat er ein paar Leute mit. Weißt du, Assi? Hat ein paar Assis dabei. Ja. Eine Tournee von Haus zu Haus. Er geht mir sorgen, einzeln begrüßt er sein Publikum zu Hause per Handschlag. Oha. Wenn die Schau mir sorgen nicht übers Fernsehen nach Hause kommt, kommt eben Andy Borch persönlich. Und dann soll er bei denen zu Hause im Badezimmer singen, sicher. Oder was? Ja. Im Badezimmer, eine Bädertour. Mhm. So, und dann, das ist doch eine Weltidee. So, weißt du was, mein Ingomann, eine reine Bäder, dann hat er mir sorgen das Personal jetzt, was er da so mitnimmt. Ne? Mhm. Ne? So, denn, mal sagen jetzt, ein Badezimmer ist ja auch nicht so groß. Nicht so groß. Da kann er nur kleine Assistenten mitnehmen. Weil da stand doch in der Zeitung noch drin, dass eventuell Hansi Hinterseher ihn auf der Tournee begleitet. Das glaube ich aber nicht, weil der alleine schon, bis der seine Haare fertig geföhnt hat in dem Bad, ist für mal sagen schon Showtime vorbei. Also der kommt nicht in Frage und er ist auch zu groß. Zu groß? Mhm. Dann nimmt er jetzt, mal sagen, er braucht kleine Assistenten. Kleine. Ne? Jo, weiß ich nicht, Fips Asmussen oder was, der ist nicht groß. Als Spaßmacher, ne? Meinst vielleicht, der macht das Warm-up, ne, am Anfang, ne? Also Gigi Anderson, der ist klein. Der ist klein, ne? Und Christe Börch, der hat doch jetzt auch Zeit, mal sorgen, seit wetten das dicht ist. Weißt du? Der ist aber auf Abschiedstournee, der ist sowieso raus aus dem Geschäft. Ja, dann hat er ja Zeit. Na. Dann hat er doch Zeit. Ja, aber dann kann er doch mit Andy Borch eine Bädertournee. Aber Ditsche, jetzt mal ganz in Ernst, ne? ob Christe Börch der Böcke drauf hat, mit Andy Borch im Badezimmer zu singen, bei, das weiß ich nun nicht. Es kann schlechter gehen. Ja. Das ist doch mal sorgen warm und gekachelt und es ist auch noch ein bisschen warme Mahlzeit vielleicht mit bei. So, aber jetzt stell dir mal vor, dann können sie ja noch Giddy und Erika mitnehmen, die stehen immer sorgen im Flur. Oha. Und singen immer die ganze Zeit mal sorgen so als Schleife, singen sie immer Heidi, Heidi, deine Welt ist die Berge, um die Leute ein bisschen einzustellen. Mm. In der Zeit ist das Badezimmer geschlossen, mm. weil dort drin wird es ja präpariert. Mm-hmm. So, und dann wird man sorgen in die Badewanne, damit ein bisschen Alpenfeeling aufkommt. Mm-hmm. Ne? Mm-hmm. Ne? Mm-hmm. Man sorgen der Assistent von Andy Borch. Vielleicht, die sind ja alle dann ehrenamtlich vielleicht oder kriegen ein bisschen was, dann kann er da auch Costa Cordalis mitnehmen. Der kann das dann ehrenamtlich machen, mal sorgen, als Einrichter, dass der die Bühne einrichtet. Dann kann er ein bisschen Schulden zurückzahlen gleich, die wir, mal sorgen, den Griechen das Geld geben. Das ist an und für sich eine ganz gute Idee. Eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ist das Stichwort. Mhm. So, aber ist auch egal. Jedenfalls in der Badewanne, dann wird Bad eingelassen und Fichtennadel schön, damit es ein bisschen auch nach Berge und nach... Mm-hmm. So. Und dann sitzt Andy Borch, sitzt in der Badewanne drin, sitzt in der Badewanne drin und macht den Duschvorhang zu. Und dann werden die Leute reingelassen. Ja, wo denn sonst? Das ist ja die Bühne. Der sinkt nackend in der Wanne, oder? Nein, er hat dann immer Sorgen, auch in, er hat dann irgendwas an. Ja, was heißt irgendwas? Ja, was, ein Taucheranzug, oder was? Vielleicht. Und den bemalt er dann mit Berge und mit Blumen und mit Kühe und so weiter. Er malt sich See. Das macht er vorher, da hat er dann seine Leute für. Ach so, aha.
So, aber das kann, so, stell dir das doch mal vor. Ja, ja, ich so, sehe es vor Borch, mir. Andy Borch kommt mit seiner Assistenten Christe Borch, Fips Asmussen und Gigi Anderson zu dir nach Hause ja. mit seiner schönen Schau. Ja. Ne? Musikantenbadel. Musikantenbadel. Ja. Musikantenbadel. Ja. So, bitte, ja. bitte, das Musikantenbadel. Ja. Es ist eine reine Weltidee. Ja. So, die sind bei dir zu Hause. Ja. So, stell dir das vor. Ja. So, die, du sitzt draußen, Gidi und Erika nehmen dir einen Mantel ab. Ja. Du bleibst noch ein bisschen draußen und innen drin, dann plötzlich irgendwann klingelt das Glöckchen wie an Weihnachten. So wie bei meiner Bescherung. Aber eine Kuhglocke, damit das ein bisschen ja. zum Thema passt. So, dann geht die Tür auf. Ja. So, dann ist noch Vorhang zu, dann nimmst du auf den Klodeckel Platz. Ja. Ne? Ne? Neben der Badewanne. Neben der Badewanne. Ja. So, dann geht ganz langsam der Vorhang auf, da ist ein Benzel an. Da zieht dann mal sorgen, Christe Borch zieht den Benzel. Ja. Ne? Ja. So, und hier Gigi Anderson aus der Ecke hält eine Taschenlampe und macht Licht schön. Aha. So, und dann sitzt Andy Borch in der Badewanne ja. und schunkelt schön. Weißt du? Ja. So, und dann kann er ja noch Lieder singen, Adios Amor. Und so weiter und kann auch noch eine kleine Palette an Sachen mit gleich verkaufen, wie auch für Butterfort auf. Ja. So Sachen, die ein bisschen, er ist ja aus Wien. Ja. Sachen, die ein bisschen aus der Heimat so dazu passen. So ein bisschen so hier Topfenpalatschinken und sowas, ne? Zum Beispiel. Ja. Ja, oder man sagen, Mozartkugel. In Mozartkugeln, ja. so als man sorgen, so als Badesalz. Ja. Kann man ja so formen, die sehen dann so ein bisschen so aus. Oder jetzt mal sorgen, zum Beispiel so ein Lufferhandschuh, mit dem du so dich ruffeln kannst. Ja. Ja. In Form von Wiener Schnitzel, ja. was aussieht wie eine Panade, mal sagen, ein Frottier, ja. ein braunes Frottier. Ja. Oder mal sagen jetzt hier so hier Wiener Wald, Hähnchenschenkel, aber nur die Knochen, mal sagen, als Loggenwickler. Ja, ach, bei ihm jetzt. Im Sortiment jetzt. Ach so, nicht auf dem Kopf. Nee, aber das bietet er an, wie auf dem Butterfort nochmal. Ja. Ne? Und als mal sagen, Duschbutter kann er ja auch noch anbieten, so Wiener Schmäh. Duschbutter. Zum hier mal schön muggelig einreiben und so weiter. Ja. Ne? Und sag mal, was mich jetzt interessieren würde, ne? Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein großer Andy Borch-Fan bin, ne? und ich sag, ich möchte gerne, dass er auf seiner großen Biedertournee bei mir zu Hause auch Station macht. Ja. Was muss ich denn bezahlen? Was kostet mich das ungefähr? Das muss ich ja wissen dann. Da müssen wir die Preise noch festlegen. Müssen wir, deswegen sag ich ja. Ne? Das müsste ich mir jetzt noch mal überlegen. Müsstest ne? du dir überlegen. Reisekosten und so weiter. Was meinst du denn, was Andy Borch gerne haben wollen würde? Am Abend? Ja, also, ach, das dauert auch einen ganzen Abend. Nein, eine Stunde sollen wir machen. Stunde. Weil er muss sich ja danach auch noch abtrocknen. Wie viel schafft er denn dann am Tag? Wie viel schafft er mir höchstens zwei, drei Haushalte? Zwei, drei Haushalte, ne? Und so oft baden ist auch nicht gut für die Haut. Das schrumpelt dann auch. Das schrumpelt ne? irgendwann. Dann wird der Alter der noch schneller. Das ist auch nicht gut. Ja. Ich würde mir sorgen, vielleicht 200 Euro. Boah. Oder 250. Muss ich natürlich auch erstmal... Und er muss natürlich seine 4 Millionen Zuschauer, die er sonst hatte, die muss er natürlich jetzt nacheinander holen. Aber alte Leute haben ja auch Zeit, also insofern ist es auch egal. Es dauert ein bisschen länger, ne? Aber weißt was, ich biete Andy Borch das an. Ja. Ne? Ach, du wirst sein Manager, oder Nein, was? Ich biete ihm die Show. Das ist eine gute Idee. So, aber ich kann ihm ja sagen, hier, Herr Borch, bitte, ich borch Ihnen das. Ja. Weißt du? Ja. Ne? Ich mache einen kleinen Witz und sag hier, bitte. Puh. Und weißt was? Und dann, nämlich sage ich, ich will doch gar nichts für haben. Nee. Ich habe nur eine Bedingung. Ich schenke das jetzt, muss sagen, Frau Kager, zum Geburtstag, dass er einmal im Jahr regelmäßig bei ihr vorbeikommt und in der Badewanne singt. Ja, siehst du, und jetzt weiß ich auch, warum du musst ja sein Manager sein, weil du hast ja auch den Bademantel dazu. Das passt ja alles zusammen. Verstehst du? Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob du mich jetzt gerade verarschen willst oder ob du das wirklich gut findest. Guten Abend. Abend. Mahlzeit. Mahlzeit. Abend. Was empfiehlt der Küchenchef heute? Ja, oh Gott, wir haben ja jetzt, ist ja schon spät, ne? Jetzt, Küchenchef, der empfiehlt die war, ja, nun, was denn? Die warmen Sachen sind jetzt, gibt es jetzt nur noch hier Vitrine, ne? Also Fritteuse und so ist schon Frau aus. Ist ne? das, zur Erklärung. Ihre Frau macht ja. das? Nein, die, das ist seine Frau. Vitrine ja. ist seine er macht, Frau. Er macht einen Witz. Ist du nicht, hast gesagt, das ist ein Witz. Nun lass mal den Herrn erst Tine. Ja. Ich nehme ein bisschen vom Nudelsalat. Ja. Und vom Krautsalat, bitte. Ja. Und zwei Biere zum Mitnehmen? Ja. Eins für hier. Gerne. Zwei zum Mitnehmen.
Darf ich Sie mal was fragen? Die haben Sie ja mitgekriegt, jetzt hier mit so einer Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist das Stichwort. Ja. Soll ja jetzt um Weihnachten rum. Soll ja Winter sein. Nee, vor Weihnachten, glaube ich. Ne? So, aber Endspiel ein Tag vor Heiligabend. Ja, sag mal, wieso was sollen das denn für Fangesänge denn am Ende sein? Singen die denn umgebaute Weihnachtslieder oder was? Das ist doch Ballerballer. Und dann, wie willst du denn überhaupt Fanmeile machen, damit 2 Grad Außentemperatur auf den Heiligen Geist fällt? Da kommt doch keiner. Ja, oder wie? Höhensonne. Das ist Höhensonne, doch, ne? Ja. Das ist doch geisteskrank. Aber was könnte man denn für jetzt morgen, Kicker, wird's was geben. Sowas, ne? Ja. Morgen werden wir uns freuen. Ja. Und dann wollen Sie doch das Viertelfinale sogar ausfallen. Komm mit, ihr Kicker, ihr. Ja, geht alles. Komm mit, ihr Kicker, ja. Ihr. Ja, wie geht das? Ja, ihr Kicker. Ja. Einfach nur bis dahin. Komm mit, ihr Kicker. Ja, ich sehe schon. Ne. Was siehst du? Ja, ich sehe dich da auf der Fanmeile, sehe ich dich schon. Ne. Mit dem Weihnachtskickergesang. Aber das ist doch eigentlich ist das so eine Schnapsidee, ne? Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, dass Sie das um diese Zeit machen. Ich meine, vielleicht werden Sie irgendwann genauso wie beim Tennis. Dann haben Sie immer nur nicht Fußball, einmal auf Rasen, denn auf Sand kommen Sie jetzt wahrscheinlich an, dass Sie auf Sand spielen. Ne? Ja. Aber weißt du was hier, apropos Fussi, ne? Eins für hier, ne? War doch richtig, ne? Oder was? Ja, bitte. Weißt du, wo ich war? Na. An Freitagabend. Danke. Du warst, weißt du, wo ich war? Freitagabend? Ich weiß noch nicht mal, wo ich war, Freude. Da musst du dir auch mal Gedanken über machen. Mal. Weißt du, wo ich war? Ich war bei an den Messehallen, weißt du? Messehallen war ich. Wie Messehallen? Ja, wo? Ach, hier. Goldene Kamera. Goldene Kamera, oder was? Und weißt du, wer da war? Ich wollte sehen, ob es ihn wirklich gibt. Terminator. Der Terminator. Der reine Terminator. Ja. Du hast ihn gesehen, oder was? Ja, sicher. Nee. Ja, sicher. Nee. Und er hat sich, aber es ist ja im Grunde ein Cowboy, es ist ja ein Metallmensch, der verschiedene Sorgen, Aggregate und so weiter. Sie nehmen das nicht so ernst. Was ja? Lebenswerk oder was hat er bekommen? Oder was er lebt, es ist ja im Grunde ein archivierter Roboter, aber er hat für Lebenswerk. Aber weißt du was, er hat eine Rede gehalten jetzt mal, Ingomann, ne? Das fand ich ziemlich interessant. Da hat er gesagt, man soll niemals auf den Nie-Sager hören. Immer auf den Ja-Sager. Und er hat große Motivator. Und das kann ja kein Zufall sein. Dass der, weißt du, Messehallen ist doch um die Ecke gleich von Hafen und von Kiez und so, ne? Goldener Fernsehturm. Bitte? So, das kann ja... Viel Gold. Gold angestrichen, ne? Oder angemalt, ne? Jetzt ist er wieder weiß. Oder grau. Wie, Sie haben ihn für einen Tag angemalt und dann wieder weiß gemalt? Ja, nee, das kann er wohl nicht sein, ne? Jo, hat er doch gesagt, der Mann, da kann mit ich mich Licht schön raushalten. Mit Licht? Wie jetzt? Könnte auch sein. Könnte auch sein. Jedenfalls, es kann doch kein Zufall sein, dass der Terminator, der reine Terminator, dass der jetzt mal sorgen, einfach so nach Hamburg kommt, um eine goldene Kamera zu kriegen. Meinst du, dass wenn die den, wo ist er da, Kalifornien, war er doch Gouverneur, ne? Meinst du, wenn die den da anrufen und sagen, hier Terminator, wir haben doch eine ganz tolle Idee, wir geben ihnen so eine goldene Kamera für ihr Lebenswerk, dass der dort weinen zusammenbricht und sagt, dann komme ich mal ganz schnell auf eigene Kosten. Nein, diese Leute werden alle natürlich ordentlich hier gepimpert, die kriegen schön Hotel und Flug und alles. Ja, das interessiert doch einen Terminator nicht, der braucht doch kein schönes Hotel. Wieso denn nicht? Bist du für eine Familie? Ach so, oder das, ne? Na, Österreich, Österreich, ist Hamburg, so weit, ist ja alles nah beieinander, ne? Nee, weißt du was? Was machst du denn Ziel zu gerade? Ja. Und? Hast du echt verzählt? 8,50. Bitte. 8,50. Sind das 2 Flaschen? Ja, klar, hier und da. Ja, nee, zwei zum Mitnehmen. Ach so, und eine. Ja, okay, gut. Das, ich würde immer überprüfen. Man weiß nie genau, was hier so vonstatten geht. Aber weißt du, was ich nämlich glaube mit dem Terminator? In Wahrheit jetzt. Platz 10. Ne? Der ist nicht ohne Grund hier. Das glaubt ich. Und er hat seine Motivator-Rede, ne? Dass man immer an seine eigenen Stärken glauben soll. Ich habe es gestern noch mal im Fernsehen gesehen, was er gesagt hat. An den eigenen Stärken und wie er das gemacht hat. Und als sie gesagt haben, hier Mr. Universum, was willst du in Amerika und so weiter und so weiter. Ja. Dass er ja mal sagen, er ist ja so ein Superheld. Ja. Dass er wahrscheinlich hat, als er hier war, hat Klobbo ist das Stichwort. Hat wahrscheinlich von Schalke gespielt nach Dortmund geholt. Die haben doch da so sensationell gespielt und gewonnen 3-0. Und es hat zum ersten Mal, mein Ingomann, in der Geschichte von der Bundesliga hat es das gegeben, dass sich 2 Fußballer während einem Spiel plötzlich besorgen, wie in Spider-Man-Film oder in Superman-Film, mit einer Drehung verwandelt haben. Ach so, hier, Batman und Robin. Batman und Robin. Batman und Robin. Reus und Aubameyang.
Plötzlich. Ja, hier mit den Ohren. Das war so zack. Aubameyang hat ein Tor geschossen und plötzlich dann ist er so rumgelaufen und so hat er noch so ein Beutel ganz schnell und sich einmal umgedreht und dann standen sie da. Ja. Reus und Aubameyang. Ja. Und Reus war Robin und Aubameyang war Batman. War Batman, ne? Und ich sag dir, das war, weil der Terminator war wahrscheinlich vorher in der Kabine und hat sie heiß gemacht und hat gesagt, wenn sie was leisten wollen, sie müssen sie über sich hinauswachsen, dann werden sie zum Superheld. Genauso wie Manuel Neuer, das ist ja auch Iron Man in Wahrheit. Das Iron Man? Ja. Und deswegen glaube ich, das kann kein Zufall sein, dass der dort ist. Er hat ja auch noch gesorgt, wenn er in Deutschland ist jetzt, der Terminator jetzt. Er will Gaudi. Er will nur noch Gaudi. Er will Gaudi. Er will Gaudi. Aha. Ne? Deswegen ist er da. Oh. Er will Spaß haben, ne? Heißt das ja, ne? Fun. Wie Markus früher, ne? Welcher Markus? Ich geb Gas, ich will Spaß, oder was? War doch immer. Ach, hier von der Neuen Deutschen Welle, ja. Der Mann Maserati, wollte ja auch 210 Spaß. Wollte auch Spaß haben. Wollte nur Spaß haben. Ja. Aber er ist so ein Terminator, er ist so eine Maschine. Weißt du, was ich glaube? Hm. Er ist jetzt in Hamburg gewesen als Terminator und will Spaß haben. Und er wird wahrscheinlich einen Vertrag kriegen bei FC St. Pauli bis Saisonende als Torwart. Das ist meine Meinung. Aha. Boah. Bisschen alt vielleicht dafür jetzt, ne? Oder? Er füllt eine ganze Menge aus, auf jeden Fall. Es ist ein Terminator. Er hat mal Sorgen, hat er doch, gibt's doch überall die Bilder, wurden doch sogar im Fernsehen jetzt gezeigt, dass er hat doch ein Auge, hat er doch so ein Infrarot-Laserauge. Ja, in den Filmen. Und ne? Damit kann er ja hochgucken über einen Satellit. Ja. Er kann von dort wieder runtergucken. Er hat alle Spielzüge archiviert im Kopf drinne. Ja. Er kann Entfernung abstellen. Er kann mal Sorgen einen Ball von der Flugkurve berechnen. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Das ganze Programm. Antizipieren ist das Wort. Antizipieren. Was ist das denn? Was ist das denn? Antizipieren, ja. Da denkt ihr jetzt mal in Ruhe drüber nach. Ja, nicht so genau. Aber auch wenn ich, wie lange denn ungefähr soll ich darüber nachdenken? Ja, kannst du dir Zeit lassen, das ist... Was soll das denn heißen? Aber das ist doch, wenn er Torwart, er hat ja auch die dicken Arme wahrscheinlich, der macht doch einmal so Pille-Pelle, so eine goldene Kamera, weiß was, die nimmt er in die Hand und schmilzt die ein und macht da draußen eine Fingerhandel, die er muss sorgen mit den kleinen Fingern mal hin und her, Pille-Pelle. So, und da geht er doch als Torwart für St. Pauli. Ich sag dir was, die kriegen kein Tor mehr rein. Bis Saisonende. Ja. Und er hat Gaudi auch noch. Wollte er doch haben. Dann kann er mal auf den Kiez gehen, kann er mal einen Rebebundbummel machen. Viermal im Jahr ist Dom. Da kann er Riesenrad fahren, der Hafen rumfahren. Das ganze Programm. Also er kann immer hier bleiben. Er bleibt dann nur danach nicht. Wenn der Vertrag ausgelaufen ist, wird er wieder nach Hause. Aber kann er auch ein paar Dinger vorne reinmachen? Ne, braucht er ja dann nicht. Wenn er keinen kassiert, ist schon gut. Boah, reicht nicht. Reicht nicht, ne? Glaube ich nicht. Jungs. Dann ruft der Tschüssikow, dann ruft der Superman an. Das kann er ja machen, er kennt die ja alle. Tschüssing. Tschüss. Was meinte er mit was war das? Antizipieren, hat er gesagt. Ja. Antizipieren, hat er gesagt. Antizipieren. Ja. Krödi, was ist das, Antizipieren? Vorausdenken, sowas ähnliches. Und jetzt halt die Klappe, ich hab Feierabend. Kann er ja. Vorausdenken. Krödi ist aber schlau, das. Aber das liegt daran, Kröten sind so alt. Der kannte ja Goethe noch. Es ist eine alte Schlauheit, meinst du? Das ist eine ganz alte Schlauheit. Ach so, ja. Ne?